Neulich war ich wieder im Möbelhaus und habe dann sofort die Relax-Abteilung aufgesucht und habe mich da in meinem Lieblingssessel breit gemacht und in die richtige Position gestellt, um zu relaxieren. Ne? Ja, war so angenehm. Ne? Hab dann auch gedacht, jetzt machst ein bisschen Karpfen, nur entspannst das Gesicht. Karpfen geht so, pass auf, geh Obacht. Ja, und der Karpfen ging so vielleicht so 10 Minuten. Dann sah ich aus beiden Augenwinkeln zwei Typen. Das waren genauer gesagt zwei Stereotypen. Einer alleine ist ein Monotyp, ne? Und zwei sind Stereotypen. Die standen da und beobachteten mich. Da habe ich im ersten Moment gedacht, beobachtet, das sind Detektive hier. Und wenn die einen am Haken haben, der jetzt so lang hier auf der Sonnenbank rumdröselt, dann kriegt er die rote Karte, er muss sich vom Acker machen. Ne? Aber die schauen ein bisschen anders aus, habe ich mir gedacht, so irgendwie so Richtung Guru oder weiß der Herr, keine Ahnung. Dann habe ich mir langsam den Stuhl nach vorn gemacht, bin langsam aufgestanden und habe beide angeschaut oder aber zum einen gesagt, mein Sohn, folge deinem Weg. Habe ich mich umgedreht, langsam weggegangen und es hat gewirkt. Das waren keine Kawaus-Detektive, ne?